Und hier seid ihr. Meine kleine Falle schnappt zu. Ihr Sterblichen seid so wundervolle Wesen. So voller Sehnsucht. So voller Gier. Ihr seid in der Überzahl, das ist wahr. Und ihr Sterblichen seid alles andere als schwach. Nun gut, soll die Baroness euch haben. Ich labe mich dann an dem, was übrig bleibt. Halt! Wer betritt die Schwarzmarschen? Gefangen? Dann seid ihr genau wie wir, eingesperrt. In diesen endlosen Albtraum. Wir sind ihr schon so lange hier ausgeliefert. Ich habe fast vergessen, wie es vorher war. Es gibt einen Geist, der gekommen ist, um uns zu befreien. Vielleicht könntet ihr ihm ja helfen, wenn es doch nur möglich wäre. Mich an. Sie ist das leibhaftige Böse. Ich habe gesehen, wie sie dort drin zahllose grauenhafte Dinge getan hat. So grauenhaft, dass ich mich schäme, sie laut auszusprechen. Sie befiehlt ihren Männern, nachts unsere Kinder zu rauben, damit sie sie... Nein! Lasst mich los, ihr Verbrecher! Lasst mich gehen! Ihr dürft nicht zulassen! Ich würde es niemals wagen, Herren. Ich verspreche es. Sollte das wohl lieber den Wachen nehmen. Nun, wenn ihr mir nicht helft, mein Baby zu finden, dann gehe ich eben direkt zur Baroness. Ich bitte vielmals um Verzeihung, Herrin. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Schützen, Hexe! Kommt heraus und gesteht! Wir fürchten euch nicht länger!
Die Hexe versteckt sich! Schlag die Tür ein! Seid vorsichtig, Freunde! In ihrem Versteck ist die Baroness mächtig. Und das weiß sie. Dort drin sind wir in Gefahr. Und wen haben wir hier? Weitere Diener der Baroness? Oder noch mehr hilflose Seelen, die von ihr gequält wurden? Ich weiß nicht, was ein grauer Wächter ist, aber ihr seid eindeutig eine Fremde. Vielleicht ist das ein Zeichen. Ich bin Gerechtigkeit. Ich habe voller Zorn mit angesehen, welches Unrecht diesen armen Leuten widerfahren ist. Ich werde ihnen helfen. Wir lebten einst in der wirklichen Welt und die Baroness herrschte über uns. Sie hat unsere Kinder verschleppt und mit ihrem Blut dunkle, böse Magie gewirkt. Als wir schließlich ihr Anwesen niederbrannten, hat sie einen letzten Zauber gesprochen, der unsere Seelen hierher brachte. Wir sind seitdem hier gefangen und stehen noch immer unter ihrer Herrschaft. Dieser Geist kennt das Nichts. Wenn wir ihm helfen, hilft er möglicherweise auch uns. Ich denke ja, dass die Baroness unsere beste Chance ist, hier wieder rauszukommen. Immerhin hält sie diese Leute ja auch hier gefangen. Sagt mir, Fremde, werdet ihr uns bei dieser gerechten Sache unterstützen? Die grauen Wächter scheinen äußerst fähig zu sein. Also wäre uns eure Hilfe wirklich willkommen. Aus der Welt der Sterblichen, so wie all diese Leute auch. Wir haben in einem Dorf in den Schwarzmarschen gelebt und die Baroness hat über uns geherrscht. Das ist so lange her, dass es uns fast wie ein Traum vorkommt. Wir haben uns schließlich gegen das Böse in ihr aufgelehnt und dafür hat sie uns dies hier angetan. Ich weiß nicht einmal, was aus unseren Familien geworden ist. Oh, das sind wundervolle Neuigkeiten. Vergesst nicht, dass ihr tot seid, Sterblicher. Für euch gibt es keine Möglichkeit, durch den Schleier zurückzukehren. Das könnt ihr nicht wissen. Wir könnten sie zwingen, den Zauber rückgängig zu machen. Ja, womöglich. Werdet ihr uns dabei helfen, Fremde? Dann verfügen wir über die nötige Stärke, um die Baroness offen anzugreifen. Oh ja, ein offener Kampf. Das gefällt mir. Weniger Gerede, mehr Gemetzel. Sie haben doch gerade gesagt, dass sie eine böse und mächtige Hexe ist. Und die wollen wir wirklich verärgern? Wenn ich es mir recht überlege... In Ordnung. Ihr habt mich überzeugt. Ich plane, das Tor zu stürmen. Seid ihr dazu bereit? Tatsächlich. Dann fragt. Zu verlassen? Ah, ihr seid aus der Welt der Sterblichen. Ich war mir nicht sicher, weil ich nie zuvor ein Wesen wie euch gesehen habe. Dann unterstreicht die Ungerechtigkeit eurer eigenen Lage nur noch mehr, warum diese Leute gerecht werden müssen. Diese Männer und Frauen sind tot. Und dennoch hält die Eitelkeit dieser Zauberin ihre Seelen gefangen. Bis dieser Geist zu uns kam, waren wir hilflos, eingesperrt in diesem endlosen Albtraum. Doch nun können wir handeln. Ich weiß nicht, wie man durch den Schleier zurück in eure Welt kommt. Solltet ihr uns allerdings jetzt unterstützen, verspreche ich euch, dass ich euch bei eurer Suche helfen werde. Gute Leute, die Zeit ist gekommen, uns dieser Hexe im Kampf zu stellen. Ihre Verbrechen sind schon viel zu lange ungesühnt geblieben. Nun ist die Zeit gekommen, eure Freiheit wieder zu erlangen. Ha!
Nach all diesem Geschrei dort draußen habt ihr euch also entschieden, hier einzudringen? Und das ohne Einladung? Verdorbene Zauberin! Lasst diese armen Leute frei und beugt euch der Gerechtigkeit! Gerechtigkeit? So nennt ihr das also? Und was ist mit ihnen, die mein Zuhause mit mir darin niedergebrannt haben? Ihr habt unsere Kinder geraubt! Mit ihrem Blut habt ihr eure Eitelkeit befriedigt! Genau wie es mein Recht war. Ihr habt auf meinem Land gelebt, auf dem Land eurer Herrscherin. Euer Blut war mein, ebenso wie es jetzt eure Leben sind. Was haben wir denn hier? Haben diese jämmerlichen Narren also noch mehr Unterstützung gefunden? Wir sind nicht mehr allein, Baroness. Nun endet eure Herrschaft. Rein zufällig bin auch ich nicht mehr allein. Der Sieg über euch und eure neuen Verbündeten ist mein Weg zurück. Dann wird die Mutter bezahlen für ihren Verrat. Das graue Wächter, es wünscht Frieden. Es ist nicht vertrauenswürdig. Wir müssen es beenden, sofort! Das graue Wächter ist gefährlicher, als ihr denkt! Ist das so? Wie ihr wünscht, Kreatur. Vernichtet sie und ihr werdet die Belohnung erhalten, die ihr erbeten habt. Genug der Worte! Es ist Zeit für die Schlacht!
Wieso habt ihr sie nicht vernichtet? Es sind zu viele. Es muss mich zurückschicken durch den Schleier. Sofort, bevor es zu spät ist. Oh, ich werde den Schleier öffnen. Ich schicke sie alle zurück. Ihr jedoch. Euer Leben wird mir die Kraft dafür geben. Nein! Nein! Bin ich? Was geschieht hier? Nein, das ist die Welt der Sterblichen. Hinter dem Schleier. Und dies... Dies ist ein sterblicher Körper. Ich bin darin gefangen. Oh... Die Hexe hat in ihrer Eile den Schleier durchtrennt und wir alle wurden hindurchgerissen. Sie ist ebenfalls in diese Welt gekommen. Könnt ihr sie denn nicht spüren? Die Baroness ist in der Nähe. Sie kann nicht weit sein. Es wird schwierig sein, sie zu besiegen, hier, in dieser Welt. Die Baroness ist nicht sterblich, so wie ihr oder die Dorfbewohner, die sie gefangen hielt. Sie war einst eine Sterbliche. Doch nun ist sie ein Dämon des Hochmuts. Die Sterblichen, die sie gefangen hielt, dienten ihr als Nahrung. Doch hier, in eurer Welt, wird sie etwas vollkommen anderes sein. Ich weiß nicht, wie ich in diesen Körper gelangt bin. Aber es war nicht meine Entscheidung. Das versichere ich euch. Der Schleier wurde durchtrennt und die Risse müssen geschlossen werden, damit nicht noch mehr Dämonen in diese Welt eindringen. Ich kann eure Waffen vorübergehend so verändern, dass ihr die Magie des Nichts zurückschlagen könnt. Aber wenn wir die Baroness besiegen wollen, müssen wir uns beeilen. Ja,